und willkommen zurück bei Minecraft Modded Project Ozone 2 Reloaded auf Kellerkind.org im Let's Play mit Speedy und Jeef in einer Welt, wo nichts ist. Yay, Spannung! Ja, wir wollten am Ende der letzten Folge ein Achievement, also eine Quest machen, mit dem wir ein Sieb brauchen. Jeef, ich würde dich jetzt bitten, dass du mir jetzt mal folgst. Mach dein Inventar auf. Inventar ist offen. Du hast unten ein Suchfeld, da tust du jetzt mal S-I-E-V-E reinschreiben. Yes, I did. Dann dürfte sich rechts die Liste der Items aktualisieren und du müsstest beispielsweise eine Oak Sieve, Spruce Sieve und ähnliches sehen. Ja. Klick mal links auf die Oak Sieve. Ich brauche Stick und Silk Mesh. Silk Mesh könnte ein Problem werden. Haben wir eventuell Würmer gekriegt? Haben wir wahrscheinlich nicht. Oder hast du Würmer im Inventar? Aus den Bäumen müssten die rauskommen, also aus den Blättern. Nee, akut nicht. Gut, dann hole ich gerade mal welche. Setzlinge? Da seid ihr. Liebe kleine Setzlinge. Wo seid ihr? Da ist er. Tu mir bitte den Gefallen und wenn die nächsten Bäume, die wir jetzt abholzen, erst die Blätter manuell mit dieser Crook kaputt machen und dann erst den Baumstamm. Weil wenn du die Blätter dir selbst kaputt machst, hast du eine höhere Chance, so einen Silkworm zu kriegen. Ich hab Würmer. Und ich bin noch... der bewegt sich. Ja, der bewegt sich im Inventar. Ich bin dagegen. So, ich habe jetzt 6 Stück, das sollte reichen. Wurm? Mach gerade mal deinen Baumstamm weg. Wurm? Warte, ich fälle diesen Baumstamm mit einem Wurm. Ein Würmeli! So, wir müssen jetzt aufpassen. Dieser Baum darf nicht gefällt werden, denn ihn werde ich jetzt, wie du unten links am Blatt siehst, infizieren mit Silk, also mit Seidenwürmern. Die verwandeln das alles dann in Fäden, die wir dann in Wolle umspinnen können und in dieses Silk Mesh. Soll ich auch einen drauf tun? Kannst du, musst du aber nicht. Ich habe jetzt 3 Stück dahin geplatzt. Das reicht eigentlich. Oh Gott, woran sieht man das denn? Ich meine, wenn du mit der Maus drüber gehst, siehst du Infested Leaves als. Ah. Und die werden halt immer weißer. Und jetzt im Prinzip in den nächsten Minuten wird der komplette Baum davon überrannt. Dann lasse ich den letzten jetzt frei. Lauf, kleiner Wurm. Lauf! Ah, jetzt ist er dein Problem. Oh, meine Crook ist kaputt. Ja, du hast ja nur die Holzcrook benutzt. Hol dir deine Flux Infused aus der Kiste raus. Eine andere Crook brauchst du nicht mehr. Aber was ist, wenn ich runterfalle? Solltest du nicht. Leichter gesagt als getan. Sorry. Oh, sorry. Ich hab daneben geklickt. Ich mach einen neuen. Jeef! Keine Sorge. Jeef kommt mit Würmern. Wir sollten vielleicht das Abbauen von Bäumen in dieser Umgebung erstmal einstellen. Aber es geht so schön schnell. Das macht süchtig. Ja, ich weiß. Ich würde Folgendes machen. Die Plattform hier ist ja jetzt eher erstmal als Startpunkt anzusehen. Ich würde generell versuchen, in dieser Serie auch die Plattformen, die wir hier bauen, ein kleines bisschen hübsch zu machen, in gewisser Weise. Das heißt, dass wir erstmal von hier aus gesehen uns ein bisschen in irgendeine Richtung bauen und dann da versuchen, eine interessante Himmelsbasis, würde ich das jetzt einfach mal nennen, zu bauen. Ja, definitiv. Also ich meine, die Insel da drüben sollten wir wahrscheinlich erstmal noch nicht ansteuern, oder? Die sieht aus, als wenn es da nachts ziemlich lustig zugeht. Ja, die sollten wir meiden. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Richtung hier, in die ich jetzt stehe. Bin dafür. Ich habe gerade kurz geruckelt. Böse. ich würde dafür dann Holz... Holzslabs nehmen.
weil wir die Bruchsteinteile im Moment noch nicht vernünftig abbauen können, ohne dass wir die Crook kaputt machen, weil die kriegt dann Schaden, wenn wir Steine damit abbauen. Hier ist komische andere Erde. Ach nee, waren noch nicht fertig. Ja, die ist noch nicht fertig. Da fehlt auch übrigens noch eins. Ich habe jetzt Hm, ich gerade hab's das letzte gerade gesehen. reingemacht. Ach. So, dann würde ich sagen, ich habe 12 Holzstufen, weil die können ruhig flöten gehen. Wir haben unendlich viele Bäume. Ich mache gerade mal noch welche und dann würde ich sagen, gehen wir irgendwie so 20 Blöcke erstmal in die Richtung und dann würde ich dir eventuell einen Vorschlag unterbreiten, wie wir so den zentralen Knotenpunkt erstmal bauen und dann sehen wir weiter, okay? Ja. Sag mir, was ich tun soll. Und ich werde es tun. Ich tue erstmal die Erde hier rein. Oh mein Gott, Erde ist so wertvoll. So, was ich jetzt denke, dass es am sinnvollsten ist. Hier die Plattform werden wir zukünftig sowieso weiter benutzen, aber fürs Erste möchte ich woanders anfangen. Ich zeige dir jetzt gerade mal was im Crafting Table, was wir benutzen können. Wofür sind denn eigentlich die Beutel da? Das sind Lootbeutel, damit kriegst du Belohnung aus den Quests noch zusätzlich. Nein, nein, nein. Das. Kennst du das Rezept? Wahrscheinlich nicht. Ich sehe es ja gerade. Ja, ich meine das, was es, was da rauskam. Ist ein Zauberstab. Genau, dieser Zauberstab kann Folgendes machen. Deinen Diamanten würde ich dafür jetzt erstmal nochmal in Reserve halten, dass wir notfalls noch einen zweiten machen können. Tu mir den Gefallen, nimm es nur in die Hand. Und geh mit der Maus mal über beispielsweise Bruchstein drüber, ohne zu klicken. Klicke nichts an. Sonst wird das hier gleich echt böse. Das ist ein sogenannter Builder's Wand. Mit dem kannst du Blöcke vom selben Typ positionieren. Wenn du beispielsweise Holz, Cobblestone Slabs hier noch im Inventar hast und mal hier von hier aus, wo ich stehe, Chief, 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 und mal hier an die Kante guckst. Dann solltest du sehen, dass er da dir so zwei weiß umrandete Flächen anbietet, wo er Blöcke platzieren könnte. Und wenn du dann Ja. rechts klickst, kannst du die bauen. Hm, Dann, damit kannst du ah. mehrere Blöcke auf einmal platzieren. Wenn du es jetzt von oben drauf auf diesen Stufen drauf machst, kriegen wir Schaden. Nachvollziehbar. Aber wenn ich es hierhin machen würde, dann würden da Ja, zwei du Blöcke darfst da erscheinen. gerne mal rechts klicken. Wow! Wow! Genial, oder? Ja. Kriege ich ihn wieder, damit ich jetzt die Plattform bauen kann? Nimm ihn. Wir sollten vielleicht auch mal anfangen, die Beutel einzulösen, diese Reward Bags. Ich habe 3 Stück davon, du müsstest auch 3 Stück haben. Ich habe zwei. Du müsstest 3 haben. Wir haben Ja, immerhin wahrscheinlich habe drei ich wieder eine von Quests. diesen fürchterlichen Quests nicht eingelöst. Also ich hatte jetzt Random Act of Kindness, Pound the Ground und Begin Again. Alle drei haben jeweils eine. Ja, ich habe ja drei, ich habe ja drei. Okay, dann einmal rechtsklicken mit dem Reward Bag und dann kriegst du ein Item. Ich habe jetzt einen Zenite Ring gekriegt, Was? der erhöht die meine Abbaugeschwindigkeit. Ich habe unsichtbaren Bedrock bekommen. Unsichtbar was? Unsichtbaren Bedrock, unsichtbares Grundgestein. Das solltest du nicht positionieren, das können wir nie wieder abbauen. Dann mache ich das nicht. So, der Ring ist toll, den packe ich mir mal hier ins Inventar irgendwo hin. Kann ich gar nicht. Ach, dahin. Ich habe einen Anti-Builder und einen Anti-Anti-Builder. Tu sie in die Kiste erstmal. Ich habe Oh, den Eindruck, ich habe Processing sehr viel. Upgrade von. Oh, cool. Das kann nützlich werden. Und Sewage, Abwasser, habe ich 16 Flops gekriegt. Oh, wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer? Grüner Schwarm. Perfekt. Sehr schön. Packen wir alles mal da rein, was wir im Moment noch nicht benutzen können. Das auch dahin. Und dann würde ich sagen, fangen wir an zu bauen. Was macht man mit Abwasser? Da kriegt man Schaden drin. Damit kannst du beispielsweise Monster töten, indem du sie da reinfallen lässt. Nimm doch deinen Zauberstab. Das funkt. Ja, das wäre aber leichte Verschwendung. Ich muss sowieso in die Richtung.
Der Zauberstab ist nur da effizient, wo du mehrere Blöcke auf einmal setzen musst, um zu verhindern willst, dass du irgendwie runterfällst. Das hier, was ich jetzt mache, tue ich auch gleich noch verbessern. So, noch ein Stück. So, was ich nämlich jetzt vorhab, Jeff, ist das hier. Das wäre jetzt so eine der Plattformen, die ich mir vorstellen würde. Ich bin nicht sicher, ob wir es drei breit oder fünf breit machen. Drei breit sollte aber eigentlich reichen. Wir können einen Zaun machen noch. Übrigens, da hinten steuern wir auch auf eine Insel zu, mit einem Haus drauf. Nee, das ist ein Baum, das sieht nur so aus wie ein Haus. Creepy. So, ich würde eventuell als Zentralhub was ganz Furmi! Verwegenes nehmen. Ich würde hier einen Kreis in Minecraft machen. Nein! Das wagst du nicht! Sünder! Sünder! Sünder, du bist witzig. Okay, jetzt muss ich nur gerade ausknobeln, wie ich das hier rein radiustechnisch mache. Oh, danke schön. Kannst du mal sehen. Ein sehr hilfsbereiter Chief. Ich denke, für die Wände nehmen wir Bruchstein. Ich glaube, unser Baum ist fertig, oder? Kann ich den jetzt ganz regulär abbauen? Warte noch, schauen wir gerade überall, ob der auch brav komplett entfestet ist. Sieht auf jeden Fall ziemlich eklig aus. Gut, dann nutze deine Crook und also dein. Wir benutzen die englischen Begriffe. Nutze deinen Crook und mache Bane Miner drauf. Wow! Jetzt müsstest du ganz viele Fäden gekriegt haben. In der Tat. Dann gib mir gerade mal ein paar davon. Ah, es Perfekt. irritiert mich voll, dass man die Aufhebgeräusche nicht so hört. Ich denke mal, Ich ich fäll höre einen die, Baum ich und höre krieg die. nichts dafür. Okay. So, guck jetzt mal ins Crafting-Fenster rein. Sekunde. Hey! So. Ah, Zielgmisch. So, und diese zwei Teile brauchen wir dann. Gucke jetzt weiter ins Crafting-Fenster rein. Ja, ich gucke, ich gucke. So, ich habe das Ding jetzt gekriegt. Ich werf's dir gerade mal zu, damit du die Quest auch kriegst. Gibst du es mir gerade mal zurück? Du müsstest jetzt in der Lage sein, die Quest abzugeben und einen Reward Pack zu selektieren. Also es macht ja Spaß, so ist es nicht, aber nee, ich muss es wahrscheinlich selbst bauen. Okay, dann mache ich dir schon mal zwei. Ja, das kann ich auch selber. Wo ist Schnur? Ich habe Schnur, hier ist Schnur. Ich habe sie aber schon ins Crafting-Teil reingelegt. Na gut. Und das andere, wenn du rechts in der Leiste auf das Icon drauf drückst, hast du rechts unten so ein kleines Fragezeichen neben dem, was rauskommt. Damit kriegst du so ein kleines Hologramm im Crafting-Fenster, was du wohin zu platzieren hast. Yes. Gut, ich positioniere den jetzt gerade einfach erstmal hier hin. So, das Ding ist toll. In der Hinsicht, dass wir aus verschiedenen Materialien Erze kriegen können. Ach du Schreck. Ja, wir müssen dafür etwas anderes noch bauen, nämlich einen sogenannten Hammer. Will meinen Belohnungsbeutel aufmachen. Yay, Sewage! Schon wieder? Crab Reward! Ich habe drei verschiedene Bäume gekriegt.
Abwasser kann man immer brauchen. Ich mach mal gerade eine Kiste. Ah ja, kannst du machen. Ich habe jetzt einen sogenannten Stonehammer. Den hier. Mit diesem Oh. können wir Folgendes machen. Das mache ich aber mal hier auf der Plattform. Aufpassen. Oh, mein schöner Bruchstein. Dadurch haben wir jetzt Kies gekriegt. Kies. Mit dem Hammer kann man nämlich Bruchstein klein machen in Kies, Kies klein machen in Sand und Sand klein machen in Staub. Das macht sehr viel Sinn, dass wir kleine Steinchen aus Erde rausholen, um große Steinchen aus ihnen zu machen und sie dann zu kleinen Steinchen zu zerhauen. Wenn du jetzt mit dem Kies mal rechts klickst auf den, auf die Sieve, nicht werfen. Das hat aber besser dann ist gepasst. der Kies jetzt da drin und du musst jetzt weiter rechts klicken, damit du das im Prinzip durchsiebst. Ich habe kaputtes Eisenerz. Ja, und kaputtes Eisenerz musst du 4 Stück zusammentun, damit du ein Eisenerz kriegst, was wir dann einschmelzen können in Eisen. Du liebe Zeit. Dann kann ich dir ja schon mal ein bisschen Stein zum Zerkloppen hinbauen. Das wäre gut, ja. Was ist mit dem Himmel los? Im Himmel sind Wolken. Nee, diese komischen Punkte. Das kann ich dir nicht sagen. Dann esse ich jetzt einen Apfel. Ah, diese ganzen Scheißdinger brauche ich nicht. Weg mit den Dingern. So. Wir, je nachdem, was wir brauchen, müssen wir dann halt verschiedene Items entsprechend durch das Sieb jagen, wenn du so willst. Was kann man denn da noch reinwerfen? Wie gesagt, also Kies, Sand, wir können, glaube ich, sogar Erde dadurch jagen und noch verschiedene andere Sachen. Mal gucken, ob man Pebbles da reintun kann. Nee, ich glaube nicht. Nee. So, aber du kannst gerade mal in das in die Crafting Station reingucken. Sekunde. Ja. Und mit Iron Ore Gravel, den müssen wir jetzt gerade noch mal klein machen. Das mache ich mal. Moment. What? Daraus resultiert dann dieser kleine Scheißer hier. Oh mein Gott. Ja, hochkomplex, hä? So kann man es auch nennen, ja. Daraus resultiert dann der kleine Scheißer hier. Ah! Den man aber nicht weiter klein machen kann, den könnten wir jetzt hier im Ofen direkt kochen. Tja. Wir müssen auf die Ebene von Staub runter, damit wir damit vernünftig arbeiten können. Es gibt noch andere Sachen, die wir, wenn wir, ich glaube, Staub oder Sand machen, kriegen wir andere Items statt dieses Broken Tin Ore oder sowas. Und das ist dann etwas einfacher. Aber wir haben jetzt 2 Eisenbarren. Gleich 3 und dann haben wir einen Eimer. Na, wir haben doch all die Flops. Wir brauchen überhaupt keine Eimer. Wir brauchen keine schmutzigen Eimer. Doch. So, warte. Nein, noch nicht kaputt machen. Oh. Bam. So, damit hätten wir jetzt beispielsweise schon Sand.
Ja. Und jetzt habe ich Staub. Staub können wir hier auch reinpacken. Von Staub kriegen wir bleistiftsweise Glühstein, Glowstone. Und Kohle. Damit wir mal vernünftig schmelzen können. Gut, Dann aber werde ich mehr. als Würmer sieben. Ja, dann siebe mal. Na, okay, siebe mal Würmer, das funktioniert nicht. Ja, weil du das Sieb die ganze Zeit benutzt. Du Aber hast doch ein das stört mich. eigenes. Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich mein eigenes Sieb, Wir das ich hier kriegen drüben aus hinstelle. Staub kriegen wir auch Lohnstaub und sowas. Ich kann keine Würmer sieben. Nein, das funktioniert nicht. Du brauchst vernünftige Blöcke, mit denen du das kannst. Und dann werde ich die Würmer kompostieren. Ich kann die Würmer kompostieren. Yep, kannst du. Kriegen wir dann einen anderen Kompost daraus? Mal Nein, ist ausprobieren. auch Erde. Oh. Ja, tut mir leid. Ich packe gerade mal den Kram hier alles in die Box hier rein. Wir sollten eventuell bald überlegen, nach einer Lagerlösung würde ich das jetzt einfach mal nennen. Denn mit der Zeit werden das verdammt viele Items. Ja, ich dachte, der Herr baut da drüben eine coole, super Basis mit etwas, was er rund nannte. Oh, großer Baum. Bin dabei, Quälgeist. Ja. Vergiss nicht, dir ein paar Äpfel zu nehmen. Ja, ich bin versorgt, aber danke. Finde die Würmer irgendwie niedlich. Ja. Die wachsen doppelt. Ich habe nur einen Baum angetanzt und trotzdem sind beide gewachsen. Ja, das, weil du in der Nähe von beiden warst. Hast mich gerade Waldo genannt? Nein, habe ich nicht. Glaube, du hast mich Waldo genannt. Vielleicht Waldi. Frechheit. Aber ein paar Würmer kompostieren hier. Guter Wurmkompost. Ist ganz schön bescheuert alles. Bisschen. Ich habe übrigens ganz viel Stauberz aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind. Weil du eben mit mir zusammen am Sieb warst. Habe ich das jetzt alles da reingetan? Ich glaube, ich habe mich gerade absolut verbaut, aber es ist mir auch egal. So ist das richtig. Autsch, das hat gerade geruckelt. Tu mir den Gefallen und fall nicht runter. War nicht meine Intention. Und sag mir, wenn ich dir irgendwas helfen kann. Bisher kompostiere ich nur Würmer und sammle Holz. So, ich habe jetzt die erste Hälfte fast abgeschlossen, aber ich bin irgendwie leicht off-centered, was ein bisschen bescheuert ist. Würmerkompost. Biete ich mir das ein oder wird er weniger, wenn die Komposttonne nicht voll ist? Weiß ich gar nicht. Ich mache das alles mal eins breiter. So, damit sollte ich jetzt wieder centered sein. Shit. Double shit. Das klingt, als hättest du jede Menge Erfolg.
Partyalarm, Erfolgsalarm. Es scheint, als könnte man Würmer nicht komplett kompostieren. Ich muss da noch ein bisschen mit Laub auffüllen. Man kann auch Äpfel kompostieren. Aber ist ja bescheuert. So ein bisschen. Ja. Warte mal, haben wir jetzt eigentlich mal Glück gehabt oder? Eigentlich sollten die Dinger sich mit Regenwasser füllen, es sei denn, wir sind im falschen Biom. Warte mal gerade, Es wo hat doch noch gar sind. nicht geregnet. Regen ist abgestellt, das merkst du nicht. Ja gut, Regen, trotzdem also muss Regen es. funktioniert in der Form, dass die Fässer einfach voll werden, du siehst aber keinen physikalischen Regen. Ja gut, aber es muss ja trotzdem regnen. Das, ja. So, damit wäre jetzt ein Viertel abgeschlossen. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich das irgendwie rüberkopiert bekomme. Moment, F3 aus. Und ich mache es jetzt mal hübsch. Das war blöd. Ganz ruhig. Lass dich nicht nervös machen. Schnieke. Kannst du gerade mal Zäune machen? Vanillazäune. Jawohl. Na, Vanilla ist gut. Die sind ja, die haben jetzt ja auch ein neues Baugerüst. Die haben das alte Rezept mit ganz vielen Stöcken. Finde ich gut. Oh, es ist wie ein wahr gewordener Traum. Das alte Zäunerezept? Ja, auf jeden Fall. Finde das Neue so fürchterlich. Du verschwendest so viel Material für diese Zäune. Ich glaube, wir bräuchten langsam mal Fackeln, weil ansonsten spawnen hier hinten gleich Monster. Ich bleib jetzt hier Ich mach erstmal gleich ein stehen. bisschen Holzkohle. Gib mir eine Äh, Minute. wir haben im Ofen unten zwei Kohle noch drin gehabt, meines Wissens nach. Die habe ich da reingelegt. So, hast du das? Ich bin so allein. Ich komme, ich komme, ich komme. Nein, nein, noch nicht da. Nein, 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 nein. Gut, 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 gut. Setz die auf die Holzblöcke hier oben. Und damit die durchverbunden sind, gibst du mir gerade mal ein paar, dann zeige ich dir, was ich meine. Nicht alle, nur ein paar. Ich hab dir die Hälfte gegeben. Ich habe viele Sehr, gemacht. sehr gut. Außen. Genau. Außen durchverbinden, sodass die alle am Stück sind. Ist ein Stein. Der soll so sein, das ist der Mittelstein. Wer soll so sein? Der Stein, das ist der Mittelstein. Aha. Stimmt, das sieht doof aus hier. Ich kruck das mal weg. Yep. Du kannst gerne, wenn du willst, das ist halt ein Designelement, was ich mir in diesen Skyblock-Welten angewöhnt habe, mit diesen Holzloks seitlich drangehen, so meine ich das. Wenn du hingucken würdest, würdest du es Ja, sehen. die Fackeln. Ja. So meine ich. Und dann halt hier oben drauf die Zäune, damit das einmal durchgängig ist und wir nicht einfach seitlich runterfallen. Das mach. Dafür könntest du eventuell auch diesen Stab hier benutzen, weil dann musst du nicht Nein, 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 nein. todgefährlichst. Benutzt du den Stab. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und nimm diese Fackeln. Dankeschön. Hast Dann du die nimm du Äpfel, die ich diesen dir gegeben? Wurm. Wurmi! Wer die Anspielung versteht, ist mein Freund. Wurmi, du warst nie für ihn da. Du Du verstehst die warst mal Anspielung hart wie nicht. Truppstahl, so schön es auch mal war. Nee, das ist böse. Tja, du bist kein Mitglied im SpongeBob-Freunde-Club. Es tut mir leid. Bin ich Nur nicht. SpongeBob, Patrick und Wurmi. Dann gehe ich halt zusammen mit meinem Freund Chip mal auf Party. Und Taschentuchi.
Chippy und Taschentuchi. Ich weiß nicht mehr, wie sie in der Folge hießen. Oh, die kenne ich gar nicht. Verdammt, ich bin disqualifiziert. Yay, ich kenne mal was, was er nicht kennt. Yes. Die Würmer sind irgendwie niedlich. Jetzt wünsche ich mir, es gäbe im normalen Minecraft kleine schwabbelige, wackelige, zittrige Würmer. Willst du wissen, was es bald im regulären Minecraft gibt? Das. DLC? Nicht nur, aber auch. Und Raketenbetriebene Elytra? das aber nicht im Java Minecraft, sondern in der Windows 10 Version bzw. der Pocket Edition. Da gibt es bald einen Ingame-Shop. Nein, Papageien. Kann man dem Kekse geben? Die tanzen, wenn du ihnen Musik vorspielst. So richtig so disco-mäßig. Ich bin ziemlich dafür. Und die kannst du dir auf die Schulter packen. Wie so ein richtiger Pirat. Alle meine Träume sind wahr geworden. Und die können in der letzten Testversion, die Mojang rausgehauen hat, unter Wasser ertrinken. Ja, das macht irgendwie Sinn. Ah, verdammt. Ich meine, alles ertrinkt unter Wasser, außer Fische. So, ich muss jetzt gerade mal gucken, wie ich das hier mache, weil der Weg ist immer noch off-centered. Bescheuert. Okay, ja, das kriege ich hin. Das sind vier Blöcke, zwei ab, vier Blöcke. Soll ich mal ein bisschen Staub sieben? Ich sieb mal Staub. Ja, kannst du gerne machen, damit kriegen wir Ressourcen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie lange hatten wir jetzt eben Pause gemacht, weil meine Zeiterfassung funktioniert irgendwie nicht richtig. Nur ein paar Minuten. Würde ich nämlich sagen, dass wir eventuell, weil wir sowieso die erste Folge schon Überlänge gemacht haben, so langsam zum Ende kommen sollten für diese Folge. Aber wir haben doch noch so viel vor. Ja, Du wir haben wolltest auch doch noch noch so so. viele Steine zerkloppen und dann den Kies zerkloppen und dann den Sand zerkloppen und dann den Staub zerkloppen und dann das Pulver zerkloppen. Gemacht, gemacht. Wir haben mehr als genug Folgen vor uns. Also sagen wir so, rein möglichkeitstechnisch haben wir mehr als genug Folgen. Schauen wir mal, wie es ankommt und wie wir Spaß und Lust drauf haben. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle dann danke fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Tschüss, ich habe einen Stein gefunden. Geil. Ciao!